herzlich willkommen zurück zu Pokémon Omega Rubin. Ich wollte gerade zurücklaufen zu der Route, die ich angesprochen habe im letzten Part, und da bin ich in den Trainer gerannt. Ja. Hi. Wir starten mit einem Kampf hier und es kommt ein Tuska. Kannst du eine Giftattacke? Aber wie können Diebeskuss? Und was willst du tun? Ach, das ist kein Unlicht-Pokémon, ne? Noch nicht. Okay. Ist egal, es ist tot. So, Gardevoir bekommt Level 31 und da kommt ein Magnaien. Du bist aber Unlicht. Das bedeutet, dass du das nicht überleben wirst, mein Freund. Gardevoir ist so gut, Leute. Gardevoir ist so stark. Unfassbar. So. Komm her. Komm her. Hopp. Zeig, was du hast. Ein Vogelfänger. Ein Pelipper. Sehe ich nicht so gerne. Die sind aber auch ordentlich vom Level, die Boys. Ja, machen wir einfach mal eine Psychokinese. Schauen wir mal, was es... Ja, protected. Okay. Alles klar. Ich hätte einfach Gedanken gut machen sollen. Hier, friss. Das reicht nicht für eine... Ich habe immer Angst, wenn ich diese Attacke lese, weil ich nicht weiß, von welchem Typ sie ist. Ah, Gardevoir hält nichts auf gerade, ne? Das ist der Shit, das Pokémon. So. Du bist kein Trainer. Hier gibt es noch einen Hypertrank. Ja, den nehmen wir doch mit, ne? So. Neue Route, Leute. Das bedeutet, wir können uns einen neuen Encounter holen. Und das ist er auch schon. Im letzten Part haben wir natürlich ein bisschen getauscht, ne? Aber Latios konnten wir leider nicht tauschen, weil es den Latios nie trägt. Da war ich leider dumm. Überlebst... Ja, im Zauberblatt tankst du auf jeden Fall. Ein bisschen Angst, dass der eine Giftattacke kann. Schlafpuder. Okay. Wie wär's mit Nein? Kollege, Alles andere wird er nicht überleben. Ich glaube nicht, dass du einen Diebeskuss tankst. Aber du bist ein Gift-Pokémon, das müsstest du eigentlich tanken. Stachelspore. Wenn ich schlafe. Das ist voll dumm, Jung. Mensch. Überleg doch mal, bevor du was mit tust. Schlafpuder. Ja, das tankt es schon. Das stimmt, das heilt uns übrigens um die Hälfte. Das, ne, das ist wie Megasauger und so ein Scheiß. Ah, das Ding langweilt mich hart. Okay. Darf man... Nee, komm, wir machen noch einen Diebeskuss, oder? Ah, nee, komm. Werfen wir einfach mal den Hyperball. Jawohl, geht doch. Und dafür kriegen wir auch noch ein Level up. Für nichts. Nee. Auch wieder ein Encounter. Ja, jetzt hagelt's Encounter aktuell, ne? Machen wir mal einen Schutz. Damit ich nicht alle 10 Sekunden gelangweilt werde. Könnte man Gardos heilen, ne? Merke ich gerade. Das sind exakt 50, aber... Ah ja, doch, der halt 50, ne? Ja. Habe ich einen Aufwecker? Ja. Hierauf natürlich. Ich glaube, wir benutzen mal unser anderes neues Pokémon, Leute, ne? Das Ding hier. Das hat auch mal
einen Einsatz verdient, überspringe ich die ganzen Trainer, ist jetzt die Frage. Ich guck mal nach Items. Da liegt nämlich eins. Das nehme ich sogar ziemlich gerne mit. Aber ich werde den Trainer an sich werde ich erstmal in Ruhe lassen, außer die, weil die sieht interessant aus. Ist das ein Ranger? Jo. Hier, Hannelore mit einem Kappels. Junge. Oh, fuck. Ein Kappels. Auf Level 31. Are you fucking serious? Okay, ich fluche mich mal hoch. Wir outspeeden das Ding. Ist das so langsam? Aber auf jeden Fall steigt unser Attack und unsere Def. Und er macht Konter. Ah. Wir fluchen weiter. Tempohieb. Das macht gar nichts mehr, mein Freund. Und jetzt hast du ein plus 2 Schelke rein vor dir. Oh, das Ding ist so stark, Leute. Das ist jetzt schon MVP, Alter. Ja, das wird immer weniger machen, mein Freund. Das ist mir egal. So. Und jetzt sind wir plus 3. Und jetzt machen wir mal einen Megasauger, der Ritwissel. Aber das ist ja Spätzangriff, oder? Das ist speziell, ich Idiot. Ja, Megasauger ist speziell. Konter. Du kleiner Ficker. Der will mich kontern. Ernsthaft? Okay, jetzt sind wir auf plus 4. Und ich glaube, wir können ihn one-shotten. Ich muss ihn auch one-shotten, weil sonst laufe ich in den Konter. Offenlegung. Wir kriegen die Para. Okay. Das bin ich ja schon gewohnt. Tempo-Heap. Das macht nichts mehr, Alter. So, plus 4 Stärke. Und das überlebt es einfach, Alter. Krass. Aber ist auch ein spezieller Angreifer, oder? Shelterer? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube ja. Das kann physisch gar nichts. Und das gibt so viel EP, Alter. Leute. Ich würde gerne alle Trainer machen, aber ich kann nicht. Ich will nicht überlevelt in die Arenen gehen. So, hier brauchen wir einen Paraheiler jetzt. Und einen Supertrank. Ich habe ja noch ein bisschen was. Fluch ist auf jeden Fall ein schöner Move, den man mal so nehmen kann, ja, sag ich mal. What the fuck ist hier? Das sind schon mal zwei Bären, die nehme ich noch mit. Ich weiß zwar nicht, was Hornmel-Bären machen, aber ich werde es herausfinden, wenn ich ins Inventar gehe. Ah, da können wir doch rüber, ne? Ha, deshalb habe ich das Kunstrad, Leute. Dafür viel geiler ist, Mann. So, was gibt's denn hier? Eine Geheimbasis. Ja, ich will mir auch ein bisschen umgucken. Hier ist auch nur Geheimbasis. Ach, mehr ist hier nicht. Nur wegen der Geheimbasis musste ich so einen Aufwand betreiben hier mit dem Rad, solche Kunststücke drehen über dem Fluss, ja. Wenn ich da reinfalle, ist vorbei, Leute. Was soll das denn? Okay, hier ist eine Hütte. Du willst aber nicht kämpfen, oder? Will man hier da reingucken, was da drin ist. Gibt ihm irgendwas? Natürlich heilst du mich. So was? Fuck you. Ich hab grad Tränke benutzt. So. Ich weiß, was aus der Route noch kommt, Leute. Darum überspringen. Oh, die überspringe ich natürlich nicht. Das ist interessant. Was nehmen wir denn für ein Team? Ein Doppelkampf. Garados wegen dem Bedroher. Safe. Ja, und Hundemon. Komm. Hundemon regelt, Alter. It's the call of them all. Okay. Grips und Muckis. Okay. Oh, holy shit. Ein Kadabra.
Okay. Das Problem ist, Mashok trifft Hundemon effektiv. Hundemon trifft Kadabra effektiv. Kadabra trifft potenziell Garados effektiv. Wir treffen uns alle effektiv. Und wir sind alle Level 31. Ich überlege, ob ich auf Surfer drücke, aber das wird Hundemon aus dem Leben pusten. Ich könnte auf Gardevoir wechseln. Weil dann wird Mashok Gardevoir angreifen. Ich muss eigentlich Kadabra fokussen. Kadabra hat nicht so viel Leben, darum gehe ich auf Drachenwut. Und hier gehen wir auf einen Biss, weil das safe trifft. Reflektor. Ah, du Ficker. Ich hätte doch Hitzekoller machen sollen, dann wäre er tot gewesen jetzt. Oh, er hält das nicht mal aus. Gott, hast du eine scheiß Death, Alter. Okay, was macht Mashok? Überwurf auf Hundemon, ne? Yo! Nicht dein Ernst, Alter! Leute, für alle, die gesagt haben, es stirbt zu wenig, ja, sind in den letzten drei Parts schon viel zu viel gestorben, ey. Mann! Fuck you, Alter! Jetzt komme ich mit Gardevoir rein und rasiert dein Leben, Alter! So, mein Freund. Erstmal frisst du eine Drachenwut. Und dann musst du erstmal eine Psychokinese von einem fucking Gardevoir tanken. Und das wirst du nicht tanken. Nicht nach einer Drachenwut. So, hier, friss und stirb, Alter. Du dreckiges, dreckiges kleines Mistvieh, Alter. Hier, Crit, ja, wow, Alter. Fuck you. Mann. Nicht mein Hundemon, ey. Och, Mann. Hundemon war so gut. Eiszahn, oh mein fucking Gott. Auf jeden Fall, Digga. Mit Drachenwut. Scheiß auf Drachenwut. Eiszahn ist so viel stärker. Ah. Nee. Nee. Nee, Leute. Nee. Es war so gut. Es war so gut, dieses Ding. Ich hab's erst abgestraft. Und dann crittet er mich. Hätte es auch ohne Crit gereicht? Ich glaube nicht. Ich glaube das nicht. Ohne Crit? Nee. Never, Alter. Das ist eine ziemlich lange Brücke. Achso, du willst gar nicht kämpfen. Ich hätte gerne mal die Karte. Tatsächlich. Weil da steht ja auch, wo ich bin, ne? Wo ist denn noch nicht? Alter, gerade mal Hälfte, Alter. Ja, dann machen wir dich mal. Komm. Ach ja. Damit geht Hundemon, was uns so fucking lange begleitet hat, von uns. Vipitis, was mache ich denn gegen Vipitis, Alter? Was bist du, Gift? Ich habe nichts gegen dich. Ich drücke einfach mal ein Ash und hoffe, dass er noch ein bisschen Pflanze ist oder so. Ha! Wow. Krass. Okay, das macht gar nichts. Machen wir mal Eiszahn. Nachthieb. Yo. Was mache ich denn gegen Gift-Pokémon? Gardevoir könnte was machen. Aber Gardevoir wird von Nachthieb vernichtet. Ne? Ja. Na komm, wir gehen nochmal auf Eiszahn. Fulpara? Okay. Giftzahn. Der hat auch alle Zähne, ne? Der Boy. Zum Glück hat der nicht Eiszahn. Das würde mich nämlich hart
ficken. Leute, ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Mund hier. Was willst du, du hässliches Drecksvieh, Alter? Ja, wir gehen auf Kolf, oder? Gehen wir auf Kolf auf. Ne, wir gehen auf Schalke rein. Schlitze. Oh, bitter. Jo, das Ding macht absolut kein Damage auf der speziellen Seite, ne? Machen wir mal Rasierblatt schon, was das macht. Jo, das ist auf jeden Fall ein physischer Angreifer, so wie das aussieht, ey. Darum auch Fluch, ne? Macht schon Sinn. Okay. Ich muss switchen. Ich bin in Crit Range. Oder? Bin ich in Crit Range? Nee, bin ich never, Alter. Niemals. Wie viel KP hatte ich vorher? War keine Crit Range. Nee. Glaube ich nicht. So, auf jeden Fall fällt Mund hier. Garados bekommt Level 33. Ein AP Top liegt hier rum. What the fuck? Okay. Ja, Garados ist paralysiert. Ne? Garados brauche ich auf vollen KP, um es rein zu switchen. Irgendwas war doch noch gedamaged, ne? Ja. Ein Trank habe ich noch. Übertrank hier. Ja, ich verwende aktuell ungern Wablu, ihr merkt das. Weil es ist mit Abstand das schwächste Pokémon aus unserem gesamten Team. Ne, wir nehmen mal Shelter rein. Also bevor es kein Altaria ist, ist es echt risky, das Ding zu benutzen halt, ne? Ja, bitte. So. Du bist ein Vogelfänger. Oder bist du ein Astrainer? Ne, du bist ein Vogelfänger. Habe ich was gegen den Vogelfänger? Gardevoir. Wenn es jetzt ein Astrainer ist, dann gucke ich natürlich dumm, ne? Es ist ein Vogelfänger. Okay. Alles gut. Ein Dodo. Ja, das Ding kann sowieso nichts. Also, ne, vor Dodo habe ich jetzt keine Angst. Angsthase hat das Ding. Okay. Dann ist mal die Psychokinese hier. Stab, 100er Move. Keine Chance. Gardevoir ist so mächtig. Leute, Gardevoir MVP aus unserem Team. Auf jeden Fall. Eigentlich haben wir nur MVPs am Start, ne? Hundemon war eigentlich das beste MVP. Es hat den 5. Orden gemacht. Und jetzt ist es an einem Doppelkampf verreckt. Das regt mich auf. Das regt mich auf. Schwalboss. Holy shit. Warum Schwalboss? Das ist nicht cool, ne? Gardevoir hält physisch nichts aus. Ich glaube, wir wechseln mal auf Käufer. Auf Schalke rein auf keinen Fall. Und auf Wablu sowieso nicht. Aber das wäre auch eine Option gewesen. Flügelschlag, da kommt der Move, der macht nichts. Yo! Macht trotzdem viel zu viel. Was ist da los, ey? Okay, Stab Kopfnuss. Aeroas haben die. Alter. Das macht viel zu viel Damage. Junge.
Das war eine Hyrule. Alles klar. Ja, haben wir Enrico gezeigt, wo der Hammer hängt? Wie ich nach jedem Kampf heilen muss, Alter. Gibt's doch nicht. Die Käufer haben nichts aushält, weil er ein Verteidigungsminuswesen hat. Mega lame einfach. What? Ach stimmt, das gab's ja hier auch noch. Leute, nicht euer Ernst. Und was diese Musik zu bedeuten hat, Leute, sehen wir im nächsten Part. Haut rein. Tschüss.